Das hier ist die Greif-Grundschule in Greifswald-Schönwalde, Max-Planck-Straße 8. Das ist die Schule in Vorpommern-Greifswald, die am meisten überfremdet ist. Hier liegt der Ausländeranteil mittlerweile bei 30% steigend. Sogenannte Flüchtlingskinder aus einem Dutzend verschiedener Nationen. Entsprechend wild geht es hier zu. Das war schon Thema im Kreistag. Dort wurde gesagt, dass hier die Zustände so chaotisch sind, dass ein Sozialarbeiter schon nicht mehr ausreicht. Es wird ein zweiter Sozialarbeiter benötigt, um hier wenigstens ein bisschen Ruhe und Ordnung reinzubringen. Die Älteren unter uns mögen sich erinnern, früher reichten Lehrer an der Schule aus, um für Ordnung zu sorgen. Mittlerweile, dank der Massenzuwanderung aus Chaotenländern, brauchen wir nicht nur Lehrer, wir brauchen auch noch Sozialarbeiter. Ein, zwei Sozialarbeiter wie hier. Demnächst brauchen wir wahrscheinlich auch noch Polizisten und Waffenkontrollen in den Schulen. Diese Zustände haben auch genauso in Berlin und Hamburg so angefangen. Eine Schule, 20-30% Ausländer, bis sie schließlich die Mehrheit hatten und die Deutschen nur noch mit Angst in die Schule gehen. Das hier ist der Ausgangspunkt der Kreuzbergisierung von Vorpommern-Greifswald. Das ist die erste Schule, die durch Asylantenzuwanderung ins Chaos gerät. Demnächst wird es noch weitere geben. Das breitet sich nach Greifswald aus, dann auch in den ländlichen Raum. Und dem muss ein Stoppschild vorgehalten werden. Die NPD ist die einzige Partei, die den Anfängen wehrt, die sich diesen Zuständen entgegenstellt und die verhindern will, dass wir so werden wie Berlin-Kreuzberg oder Hamburg-Wilhelmsburg. Deshalb wählen Sie am 26. Mai die NPD.